Seit 11 Jahren veranstaltet das Kulturkombinat im Jugendzentrum Kamp Konzerte. In dieser Zeit hat es immer wieder Konflikte mit den Anwohnern gegeben. Es ging hauptsächlich um die Lautstärke und die Parkplatzsituation. Jetzt sieht sich das Kulturkombinat gezwungen, seine bisherige Arbeit Ende Juni einzustellen. Das Problem ist letztlich, dass sich hier anscheinend ein, zwei Nachbarn jetzt juristisch organisiert haben gegen uns vorgehen, beziehungsweise in erster Linie gegen die Partys. Das scheint wohl das zu sein, was die Nachbarn stört. Das wissen wir auch. Und da wir hier in einem Mischwohngebiet offensichtlich veranstalten, ist es tatsächlich so, dass wir da juristisch keine Handhabe haben. Also wir können da nichts gegen tun. Wieso das in den letzten Jahren möglich war, ist mir ehrlich gesagt auch ein Geheimnis. Keine Ahnung, war ja auch ganz gut für uns, dass da irgendwie die Politik uns offensichtlich geschützt hat. Allerdings, wir sind davon ausgegangen, dass wir hier natürlich die ganze Zeit auf rechtlich einwandfreier Basis veranstalten. Das Kulturkombinat sucht jetzt neue Räumlichkeiten für seine Veranstaltungen und Konzerte. Jetzt haben wir die Option sozusagen, wir lösen uns auf und sagen bye bye, wir sehen uns an einer anderen Stelle wieder. Oder wir sagen, wir verkleinern uns extrem und machen halt kleine Liebhabergeschichten, mal hier, mal da. Oder wir fusionieren mit anderen Veranstaltern. Oder wir werden zu so einer Art Veranstalter, der immer noch die qualitativ hochwertigen Sachen immer noch macht, so wie jetzt demnächst Crow oder Fanny Van Dunn. In der Vergangenheit, ach, wie sie alle heißen, Beatsteaks und Sportfreunde Stiller und letztens Casper und sowas. Dass wir das immer noch weitermachen wollen, allerdings dann eben mal in dem Laden, mal in einem anderen Laden. Das ist jetzt alles eine Frage von Planung, von Gesprächen, wir müssen einfach mal ausloten, ob das möglich ist. Der Kisselbrink wird zurzeit aufwendig neu gestaltet. Der Entwurf des Berliner Architektenbüros Lützow 7 sieht auch ein Café gegenüber der Wilhelmstraße vor. Doch bisher gab es dafür keine Finanzierung. Nun hat die BGW einen anspruchsvollen Plan vorgelegt. Als Investor würde sie einen Café-Kubus bauen, der fast 600 Quadratmeter Nutzfläche auf 3 Ebenen bietet. Das Besondere ist aber die Außenfassade. Sie soll komplett mit Pflanzen begrünt werden. Allerdings will die BGW nur dann als Investor auftreten, wenn sich vorher ein Betreiber findet, der die Pacht übernimmt. Auch die Inneneinrichtung des Cafés wäre von diesem Pächter zu tragen. Zurzeit werden Gespräche geführt. Weitere mögliche Betreiber können sich noch melden. Der Bunker Ulmwall lädt zu einem schweißtreibenden Party-Event ein. Soul Kiss überzeugt nicht nur mit Stimmgewalt, sondern auch mit feinster Soul-Musik. Lasst euch vom Gute-Laune-Sound und einer schönen Performance mitreißen.